Dwayne Johnson zählt aktuell nicht nur zu den größten Stars in Hollywood, sondern auch zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt. Es gibt aber auch Dinge, die Fans des Actionstars, der sich vor seiner Kinokarriere als Wrestler unter dem Namen The Rock einen Namen gemacht hat, noch nicht über ihn wissen. In unserem Video schildern wir euch den ungewöhnlichen Karriereweg des beliebten Superstars. Dass Dwayne Johnson eines Tages Profi-Wrestler werden würde, kündigte sich bereits nach seiner Geburt an. Schließlich wurde er in eine Wrestling-Familie hineingeboren, denn nicht nur sein Vater Rocky Johnson war bereits ein professioneller Wrestler, auch der Großvater mütterlicherseits war unter dem Namen Peter Maivia als Wrestler tätig, während dessen Frau als Wrestling-Promoterin arbeitete. Eine Wrestler-Karriere wurde ihm also quasi in die Wiege gelegt. In jungen Jahren hatte es Johnson laut eigener Aussage allerdings nicht einfach. So lebte er als Kind in 14 verschiedenen Bundesstaaten, da seine Familie wegen des Berufs seines Vaters oft umziehen musste. Als der Neue an der Schule fiel es ihm demnach immer schwer, neue Freundschaften zu schließen. Stattdessen wurde er gehänselt und geriet immer wieder in Prügeleien, die er, laut eigener Aussage, aber nie angefangen habe. Und obwohl er Profi-Wrestler wurde, wollte Johnson zunächst einen ganz anderen Weg einschlagen. Er wollte professioneller Footballer werden. Von der University of Miami bekam er sogar ein Stipendium und spielte dort zunächst äußerst erfolgreich im College-Team. Mehrere Verletzungen zerschmetterten jedoch seinen Traum von der NFL. Stattdessen bekam er 1995 einen Vertrag bei den Calgary Stampeders in der kanadischen Football-Liga, wurde aber aufgrund seiner Verletzungen noch vor Ablauf der Saison dort freigestellt. 2018 sprach Johnson erstmals offen über seinen Kampf mit Depressionen. Schuld daran war allerdings nicht nur sein geplatzter Traum, ein Profi-Footballer zu werden, sondern auch der Umstand, dass er kurz darauf von seiner damaligen Freundin verlassen wurde, sowie die Erinnerungen an den Suizidversuch seiner Mutter. Als er gerade mal 15 Jahre alt war, stieg diese mitten auf einem Highway aus dem Auto aus, während er auf dem Beifahrersitz saß und lief in den Gegenverkehr. Johnson konnte sie zum Glück wieder ins Auto zerren, dennoch hat dieses Erlebnis tiefe Spuren bei dem heutigen Weltstar hinterlassen. Und obwohl Johnson heute zu den bekanntesten Wrestlern in der Welt zählt, legte er hier am Anfang seiner Karriere einen regelrechten Fehlstart hin. Denn zu Beginn trat er ab 1996 unter dem Namen Rocky Maivia in eher lächerlichen Kostümen und mit komischen Frisuren auf, was bei Wrestling-Fans nicht sonderlich gut ankam. Nach einer längeren Verletzungspause kehrte er 1997 in den Ring zurück, benannte sich in The Rock um, beleidigte das Publikum und pflegte ab sofort ein augenzwinkerndes Image als Bad Boy. Sein neues unterhaltsames Auftreten kam bei den Fans weitaus besser an und The Rock wurde in kürzester Zeit zum Publikumsliebling. Durch seine große Popularität hatte plötzlich auch Hollywood ein Auge auf den Wrestlingstar geworfen. Seine erste Kinorolle übernahm er 2001 in dem Abenteuerfilm Die Mumie kehrt zurück. Johnson kam so gut beim Publikum an, dass er nur ein Jahr später im Spin-off The Scorpion King seine erste Hauptrolle spielen durfte, wofür er eine Gage von 5,5 Millionen US-Dollar kassierte. So viel hatte zuvor noch kein anderer Schauspieler für seine erste Hauptrolle erhalten. In den folgenden 20 Jahren hat sich Dwayne Johnson längst als Kassenmagnet in Hollywood etabliert und die Studios scheinen zu wissen, dass er sein Geld stets wert ist. Denn mit seinen Filmen lockt er regelmäßig ein Millionenpublikum in die Kinoseele, was ihn 2021 mit einer Gage von 89,4 Millionen US-Dollar zum dritten Mal in Folge zum bestbezahlten Schauspieler der Welt machte. Damit der Actionstar in Form bleibt, steht natürlich auch regelmäßiges Training bei ihm auf dem Programm. Laut eigenen Angaben ist der vielbeschäftigte Mann schon ab 4 Uhr morgens auf den Beinen, geht 40 Minuten auf den Crosstrainer und trainiert dann an 6 Tagen in der Woche unterschiedliche Körperregionen. Auch bei der Ernährung macht der Muskelprotz keine halben Sachen, denn um sich die Berge an Muskeln antrainieren zu können, bedarf es einer ordentlichen Kalorienzufuhr. Insgesamt kommt er bei 7 Mahlzeiten am Tag auf 5200 Kilo. Kalorien, wobei er vor allem auf frischen Kabeljau setzt. Doch auch bei Dwayne Johnson gibt es regelmäßig Cheat Days, die vor allem aus einer Menge Pancakes, Erdnussbutter und seinem eigenen Tequila bestehen. Dwayne Johnson hat auf jeden Fall eine ungewöhnliche Karriere hingelegt, bevor er zum größten Star in Hollywood wurde. Viele fragen sich, was soll da noch kommen? Schon mehrfach wurde gemunkelt, dass es Johnson seinem Actionkollegen Arnold Schwarzenegger gleichtun und schon bald in die Politik gehen könnte. Während Arnie aber zum Gouverneur von Kalifornien wurde, besagen Gerüchte, dass Johnson hingegen sogar das Amt des US-Präsidenten anstreben könnte. Dass er mit diesem Gedanken spiele, hatte der Hollywood-Star selbst bereits schon einmal fallen gelassen.
Sollte er hier tatsächlich eines Tages ernst machen und als Präsidentschaftskandidat seinen Hut in den Ring werfen, dürften dank seiner großen Fangemeinde seine Chancen vielleicht gar nicht mal so schlecht stehen. Übrigens, Dwayne Johnsons ungewöhnlicher Lebensweg wurde jetzt sogar als TV-Serie verfilmt. In Form einer Comedy-Show erzählt Young Rock von den frühen Jahren des Superstars und wie er von einem kleinen Jungen zum größten Star der Welt wurde. Alles zu den Filmen von Dwayne Johnson sowie die aktuellsten News zu zahlreichen Filmen und Serien findet ihr natürlich bei uns auf kino.de.